Ja, hallo zusammen und willkommen bei einer weiteren Runde Woolzinn. Und ja, ich habe noch ein bisschen geguckt, was da noch so zu holen war. Und ja, ich hatte Glück, ich hatte einen neuen Skill, den ich euch gleich mal zeige. Hier, Phantomkling, kenne ich noch aus der Alpha. Und wir sind noch einmal aufgestiegen auf Level 8 und machen jetzt die nächsten. Ein Ring. 9% auf Gesamtwert. Zerreißungswiderstand, na dann. Weiß ich jetzt auch nicht, glaube ich, nehme den hier. Und welchen Gürtel nehmen wir denn? Okay. Ich auch gerade verkauft, ne? Aber ich habe eh keinen Gürtel an, deshalb passte das. Ach, ich wollte noch was. Ich glaube, mit dem hier können wir gar nichts anfangen. Zauber, ja, nur mit einem Stab. Jetzt muss ich mir eben überlegen, wo der Vogel war, der mir auch diese Sachen abnimmt und dann skillen lässt. Ja, genau, der war's. Tschüss. Und dann möchte ich die auf ein neues Level bringen. Danke. Die nochmal auf ein neues Level. Nice. Sehr nice. Ich mag die nämlich sehr gerne. So. Und den Ring wollte ich noch anlegen. Ich glaube, ringtechnisch sind wir noch nicht so gut ausgerüstet. Ich gehe auch eher ungern einkaufen und Waffen. Okay, akzeptiere die Quest. Waffen, Pistolen habe ich jetzt keine beim Händler gesehen gerade eben. Ich weiß halt auch nicht, wie oft das switcht oder nicht oder was oder wie. Auf jeden Fall gucken wir jetzt mal, was hier so abgeht. Erobere das Camp der Flayers oder wie auch immer. Tschüss. Das war die Klinge. Ich mag die. Ich mochte die schon in der Alpha. Sie ist jetzt nochmal hübscher geworden. Ach, Jungs. Was soll denn das? Lass mich doch einfach in Ruhe. Geht doch. So. Da kann ich hier nochmal ein bisschen Kohle einsammeln. Danke. Also ich muss sagen, es macht ja Spaß. Auch weil sich die Umgebung nicht wieder wiederholt, immer wieder wiederholt. Das war ja nachher in der Alpha für mich das Problem. Es wurde irgendwann langweilig. Die Gegnertypen waren dieselben. Die Umgebungen waren immer identisch. Und das ging ja also irgendwann echt auf den Senkel. Hier haben sie, wie gesagt, die Optik nochmal hervorragend verbessert, finde ich. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Du hast da ein bisschen festgepackt, mein Freund. Da befreie ich dich nochmal. So ein lieber Kerl kann ich sein. Kannst du mal sehen, blaues Zeus. Ein Meister, was trütet hier rum? Hallo? Hier hat er was getrütet. Ach, herrje, hier mich auch. Hau ab, komm in den Kanal. So. Ja, deshalb bin ich umso mehr gespannt dann nachher auf, dann im Mai, glaube ich, war es, wie gesagt, auf den Story-Mode. Also ich hoffe, dass sie es hinkriegen. Sie sagen selber, okay, es kann sein, dass sich das schon ein bisschen verschiebt, weil immer was dazwischen kommen kann. Man muss sich überlegen, dass sie hier jetzt ja auch komplett umgestrickt haben, so wie es aus Woolzinn.de's Video fest verstanden habe, haben die Open World dann jetzt auch wirklich im komplett letzten Jahr verworfen. Hallo. Natürlich schon eine Nummer. Ich habe mich auch echt gewundert, warum es kein Stück vorangeht. Ach, hier wieder so eine Hunde-Liebhaber. Das klang jetzt irgendwie falsch. War aber nicht so gemeint. Ey, lässt den Scheiß mal. Bitteschön. Jetzt habe ich von der Seite auch noch Stress. Lass das. Ach, du ahnst es. Ich sollte mich nicht in die Richtung bewegen, wo ich nicht weiß, was ist. Oh, das tat weh, oder Jungs? Den Aufstieg hatte ich jetzt. Alter, was machst du für komische Sachen? Hyperwürfel. Arktischer Speer. Können wir den verwenden? Ich weiß es nicht. Lasst mal gucken. Ne? Falsche Taste. Arktischer Speer. Nach einer kurzen Verzögerung wird ein Eisplitter beschworen, welcher ein Zauber. Nur mit einem Stab oder Katalysator. Ja, habe ich mir gedacht, dass das was für ein Magier ist. Lag irgendwie nahe. Okay, brauche ich nicht. Da ich jetzt gerade keinen Magier spiele.
sondern halt ein Fernkämpfer. Und mit den beiden Pistolen, ich hoffe, dass, dass man auch noch bessere Pistolen findet, weil sonst muss ich wirklich wieder, wie im ersten Versuch, auf Bogen umstellen, weil das war ja beim letzten Mal so, dass ich mit den Pistolen dann irgendwann nicht mehr wirklich was berissen habe. Das fand ich irgendwie doof. Noch geht's, noch machen sie genügend Schaden, aber ich habe ehrlich gesagt bisher auch nur sehr wenige Pistolen gesehen, kaufen konnte ich keine. So wie diesen goldenen Bogen, den ich am Anfang gekauft habe. Hau ab. Lass das. Haut ab. So. Badgy, badgy. So, Ruhe im Kabuff. Sieht so aus für den Moment. Da hinten wird schon ein Bossgegner angekündigt. Deine Hunde ist ganz übereignet. Ich mag Hunde, ich habe ja selber einen, aber diese Hunde sind nicht nett. Nein, nein, nein. Die freuen sich auch nicht, wenn man hier einfach so anmarschiert kommt. Die sind nicht nett. Und die fackeln auch ja nicht lange. Die rennen ja gleich. Was war das denn? Auf die linke, auf die falsche Maustaste gekommen. Aber gut, passiert. Shit happens. Ein bisschen Blut verbraucht. Und Level 9. Ja, das sollten wir mal eben machen. Ich stehe so ein bisschen auf da 3. Da 3. Da 2. Da auch 2. Und bestätigen. So, und P wie Paula. Ich würde sagen, wir gehen jetzt. Ich weiß auch nicht. Was haben wir denn hier so? Lass mal gucken. Lalala. Waldläufer, das passt, ja. Was haben wir denn hier? Projektschaden, das ist gut. Ja, Projektilschaden, nicht Projektschaden. Okay, wir gehen jetzt den Weg hier. Um dann hier in den Waldläuferbereich zu kommen. Was ist hier? Kriegstreiber, also so. Und hier? Hexenmeister, ne. Was? Nein, 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 nein. Ach, scheiße. Richtig lesen hilft auch. Ich habe den jetzt nämlich nicht ausgegeben. Bestätigen. So. Ja, also ich weiß dann nicht, ob das Let's Play hier denn jetzt so bis Mai gehen wird. Das weiß ich noch nicht. Kann ich noch nicht genau sagen. Oder ob ich dann im Mai wirklich... Oh, wow, 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 wow. Sehr schön. Ey, hau ab. Ey. Was das? Scheiß Elementeffekte, wa? Kennst du nicht so gut haben, Arsch. Ich mag dich auch nicht. Erwähnte ich das schon? Aber wir sollen irgendein Camp einnehmen, so ist der Auftrag. Das tun wir einfach. Wen diese Aufträge wirklich interessieren, kann sie sich natürlich durchlesen. Ich mache es jetzt nicht. Ich denke auch nicht, dass das wirklich sinnvoll ist. Aber jemand sagt mir was anderes, aus welchem Grund auch immer. Eine schöne dicke Truhe, die nehmen wir natürlich. Alles blaues Zeug. Oh, eine Pistole. Da sollten wir aber gleich mal gucken. Ob die denn... Jo, was? 3 bis 7? 2 bis 6. Gut, dann tauschen wir die aus. Macht die denn hier noch Wutgenerierung, kritische Trefferchance, Lebensabsaugung und Froschschaden? Okay. Dann machen wir das. Was ist das? Ja, ja, Arschloch. Lass er das. Lass er das doch einfach. Oh,
Lass er das. So. Mann. Macht auch, was er will. Kann auch nicht gehorchen. Also auch im Sinne von sowieso nicht. Ich weiß jetzt nicht mal, wo das Dorf ist, das wir einnehmen sollen, aber gut, man kann nicht alles haben. Lass das. Aua. Find's wohl gut, was? Die Pioniere schmeißen also Bomben. Nicht nett. So. Stiefel in Blau nehmen wir natürlich. Ja, ab Level 15 kann man dann die schwierigeren Sachen machen. Also den anderen Vogel anquatschen. Die sollen dann auch deutlich herausfordernder sein. Also ich habe mir noch nicht angeguckt. Bin ich ehrlich gesagt nicht zugekommen. Auch wenn ich krank bin, entweder, ja, keine Ahnung, dämmert man vor sich her, liegt auf der Couch. Aber so ganz fällt das Zocken halt einfach nicht lassen. Und da dachte ich mir, nimmst du halt mal ein bisschen auf. Ganz spontan. Lass das, Penner. So. So. Dachte ich mir, dass du gleich nicht hast. Ach, scheiße, keine Aufladung mehr. Ach, wo ging der denn hin? So, Ruhe im Kapuff. Du drehst ihn noch eine Runde. Das ist in Ordnung. Lass das. So. Das ist in Ordnung. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich richtig gehe. Ich hätte da oben auch weiter geradeaus gehen können. Jetzt bin ich hier lang gegangen, aber man kann nicht alles haben. Wer bist du denn? Der Pionier. Jo. Autsch, du Penner. Arschloch. Na, er damit. Er damit. Die Kohle nehmen wir natürlich auch. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ich tu mal so, als ob. So. Aha. Törö, Arschlecker. Was in der Metzel? So. Tut mir leid, Hundis. Eigentlich mag ich euch Hundis, ja, aber ihr mögt mich nicht, also bleibt mir nichts anderes, als da dann auch entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Was ist das? Ach, eine hängende Leiche. Bringt mir Kohle. Lässt du das mal? Ja, tut mir ja leid. So. Da kommt ein Bossiger.
Und jetzt muss ich mal eben doch hier eine kleine Pause einlegen. Erstens, weil ich gerade eben einen Anruf kriege, und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.